ziemlich gut. Da. Bewegt es sich am Land, bedeckt es seinen gesamten Körper mit einem schlammigen Giftfilm. Ja, ja, so ein kleiner Frosch und so, ne? Wie nennen wir dich denn? Wie nennen wir denn ein Felino? Ein männliches sogar. Weil du später zum Morlord wirst, nennen wir dich jetzt Lord. Lord. F. Sternenstaub, den können wir wieder schön verkaufen. So, jetzt gehen wir weiter zur Lorelei, bevor wir da weiter erkunden. So. Ach, Lorelei ist gar nicht zu Hause. Guck mal, ein Knuddeluff. Guck mal, ein Lamus. Guck mal, ein Fleckmon. Guck mal, ein Pikachu. Guck mal, ein Europ. Guck mal, ein Enton. Gut, dann. Ja, es ist ja der einzige Weg, oder? Gehen wir nochmal mit der Pensionsleiterin, weil ich glaube, entweder kriegen wir von Lorelei das Pokémon-Ei oder von der Pensionsleiterin. Ich bin die Pensionsleiterin. Wir ziehen Pokémon für dich auf. So, nein. Also bekommen wir nur. Wir können entweder von Lorelei ein Ei bekommen oder. Wir müssen uns selber eins züchten. Kann man hier eigentlich aufs Wasser? Weil hier ist ja ganz schön was frei. Nee. Hatte ich erwartet. Ja, hatte ich echt erwartet. Ja, guck dir die Strömung an. Und alles Wasser sieht ein bisschen anders aus. So. Gut. Dann setzen wir mal schnell wieder einen Schutz ein. Ich fröstle. Ach ja, stimmt. Ich habe aus dem Eis, das ich in der Eiskastadenhöhle auch abgetragen habe, habe ein Eisdrink. Ach so, ja. Was hat sie da? Was war daran jetzt so schwer zu lesen? Ich glaube, ich war ein bisschen irritiert von der Eiskaskade. Frostio lecker. Ja, ja, deswegen ist Lorelei auch Eistrainerin, weil sie von der Island 4 kommt mit der Eisinsel. Ich kann bestimmt Schnapp gefangen. Ach man, ach was. Man kann ja doch Kaskade lernen. Das wüsste ich nur, ob wir jetzt hier. Hoffentlich kriegen wir auch hier Kaskade, weil sonst sind wir ein bisschen im Arsch. Oh, ich liebe Eishöhlen, das ist immer so witzig. Guck mal, jetzt fahren wir runter. Ja, ja, ist ja gut. Wie ist man hier? Ja, was war der richtige? Rutschig, oh ja. Von dort aus kommen wir auch nicht weiter. Vielleicht von hier. Zack. Mist! Zack, zack. Zack, zack. Zack. Ah, verdammt. Ich will zu dem Item. Ah. Mist. Ja, wir können wenigstens zu diesem Item. Top Genesung. Oh, noch ein Item. Ach, Kaskade. Da ist hier. Ich weiß welchen Pokémon. Mist. Was für eine Grundstärke 80. Wo war der Attackenverlierer nochmal? Fuchsania, ne?
Ja, wir gehen hier erstmal raus, erlernen kurz Kaskade, weil ich glaube, die ist nötig für gleich. Spätestens für hier. Geben Garados mal eben für eine Zeit lang statt Surfer Kaskade. Weil ich glaube, das ist nötiger. Aber du kommst ja gar nicht mehr surfen, ich Idiot! Richtig. Müssen wir die Hydro-Pumpe verlieren. Oder den Regentanz. Ich glaube, den Regentanz haben wir nochmal nur falls als TM, oder? Sonnenstart. Ja, da haben wir noch einen Regen. Na gut, dann erlernen wir zuerst mal Kaskade. Und wenn wir dann wieder in die Liga wollen, dann gehen wir wieder zurück zum Regentanz. Ich Idiot! Wieso drücke ich auf Hydro-Pumpe? Toll. Jetzt muss ich noch Mini-Pilz farmen. Na, egal. Der Mini-Pilz ist schnell gefangen. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo der mit Attacken-Wiedererinner gewesen ist. Irgendeinem der Islands. Dann gebe ich jetzt mal dieses Wasserfall hoch, jetzt will ich das auch wissen. Ja, ist ja gut. Guck mal, hier geht's runter. Ach was. Oh, ich habe was vorweggenommen, glaube ich. Lasst eure Griffel von den Pokémon in der Höhle. Tut, was ich euch sage, oder ihr werdet mich kennenlernen. Ach, sei still, Göre, und lass uns den Frieden. Nicht, dass deine Brillengläser beschlagen. Hey, Jim, was machst du denn hier? Wir unterhalten uns später. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Du schaffst es nicht alleine, diese drei Stöpkes da wegzuhauen? Du bist Top 4, Mann. Hilf mir, diese Wilderer zu vertreiben, ehe sie noch mehr anrichten. Wir haben hier Pokémon gefangen und sie anschließend verkauft. Bist du bereit? Du übernimmst diesen. Los. Ach ja, aber trotzdem zwei davon übernehmen, ne? Schaffst du es doch nicht gegen drei gleichzeitig oder so. Na. Was haben sich die Leute eigentlich dabei gedacht, also die Entwickler? Diese Level Cap nochmal so weit runterzuschrauben. Das ist ja fast unlogisch. Na. Aber es ist klar, es ist Team Rocket, aber trotzdem. Vielleicht so Team Rocket 2.0 mit weißer Kleidung. Die dann ein bisschen professioneller und mit entwickelten Pokémon arbeiten. Aber gut. Was will man erwarten? Das sind Tölpel, diese Team Rocket-Leute. Also, wenn man mal so gesunden Menschenverstand hat, dann ist es doch super leicht, die Welt zu erobern in der Pokémon-Welt. Weil man muss doch nur die Pokémon auf Level 100 trainieren. Ganz ehrlich, hat man seine ganzen Lakaien, jeder hat sein Pokémon auf Level 100. Dann kann doch kein irgendein kleiner Junge da ankommen und sagen, ja, ich zerschlag jetzt euer Team, weil ihr so schlecht seid. Nee, dann bist du nämlich der Stärkste. Aber was soll man sagen, selbst der Champ, der jahrelang, also die meisten Champs, die arbeiten jahrelang an ihrem Team und kriegen es nicht hin, die Pokémon über Level 70 zu kriegen. Einzig und allein unsere Wenigkeit in Gold und Silber hat es dann hingekriegt, mal ein bisschen stärkeres Team hinzubekommen. Aber selbst das ist nicht auf Level 100. Aber gut. Egal. Ja, die sind erbärmlich. Du, sprich! Wohin habt ihr die gefangenen Pokémon gebracht? Ich zerschlage eure Organisation ein für alle Mal. Unmöglich, das werde ich nie verraten.
Falls du es mir nicht sagst, werden wir dich einfrieren. Mein Lapras ist außer sich für das, was ihr meinen seinen Artgenossen angetan habt. Ach, wir können die Lapras fangen. Wir haben zwar schon eins, aber wir können... Haben wir schon eins? Normal haben wir eins, oder? Wir haben einen Lapras. Los, Lapras! Eisstrahl! Bitte nicht! Okay, ich sage es dir! Die Pokémon sind in Team Rocket Lager VF Island 5. So, jetzt weißt du es. Wir verschwinden jetzt. Ich bezweifle, dass du es je bis zum Rocket Lager schaffst. Har, 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 har. Echo, Echo. Page, danke. Aber das ist grausam. Ich bin auf diesen Islanden geboren und aufgewachsen. Ich hätte keine Ahnung, dass sich diese kriminellen, schrecklichen Kriminellen hier rumtreiben. Okay, du sagst nichts Neues. Okay, bevor wir da lang surfen, gehen wir nochmal wieder zurück und suchen uns die restlichen Items hier. Ja, ja. Ich sage, wann der Schutz aufhört. So. Der war das, ne? Ja. Und der? Ja, ich glaube, das ist für der, ja. Zack. Ach, wir haben ja doch alles. Achso. Achso. Da kann ich ja nicht riechen. Wusste ich, dass es nach der Kaskade aufgehört hat. Na gut. Schauen wir uns nochmal, was hinter diesem großen Wasser nach Lorelei kommt. Dann gehen wir auf Island 5 und untersuchen diese. Obwohl, ist Island 4 damit schon durch? Ja, müsste eigentlich. Ach, Lorelei ist schon weg. Ah, ganz schön viel. Kann man hier nun lang? Nee. Ach, Mann. Nein. So. Und... So. Wir können eigentlich gleich schon zu Island 5 fliegen. Dann müssen wir zumindest dieses Wassertaxi wieder nehmen. Zu Island 6 brauchen wir das wieder, aber zu Island 5 brauchen wir dann nicht. So, dann gucken wir erstmal bei Lorelei zu Hause, ob sie noch was zu verschenken hat. Na, guck mal, da sitzt sie ja. Etwas betrübt meinen Geist. Falls auf der Insel, auf der ich geboren wurde, etwas Schreckliches passiert, ich würde es nicht erfahren, da ich in der Pokémon-Liga wäre. Zeigt das, dass ich meiner Heimat verantwortungslos gegenüberstehe? Nein. Na gut. Achso, da kommen wir gar nicht hin. Stimmt, weil wir noch gar nicht waren, dieses blöde Mann. Man kann ja nur zu Sachen dahin fliegen, wo man schon war. So wie dazu. Fliegen. Ah! Immer drücke ich mit meinem schnellen A-Finger sofort auf Orania City. Boah, ey. Weiter. 5. Alles klar. Wassertempo 7. Was eigentlich unlogisch ist, weil wir Wassertempo 4 von Island 2, von Island 3 auf 4 haben. Und Wassertempo 7 eigentlich schon von Orania nach 3 haben. Also wenn ich schon Wassertempo 11, dann mindestens 9. Einfach so ein Mittelding und so. Es gibt, hier gibt es in letzter Zeit... hier wurde es in letzter Zeit geschäftiger. Ich habe auch in letzter Zeit nicht viele gute Fische gefangen. Nicht bestimmt im Geschäft. Tiger. Guck mal, da sitzt eine, steht eine Frau am Kühlschrank. Du, was? Nee, du brauchst für das Abendessen heute nichts einkaufen. Das ist mein, das hätte zum, nee, das hat mein Gatte gesagt, als er zum Angeln ging. Ach so.
Ich weiß nicht, ob ich mich auf seine große Ankündigung verlassen kann. Ich kaufe lieber was zum Einkaufen. Zum Essen nicht. Ja, ich kaufe auch gerne was zum Einkaufen. Igitt, das stinkt! Ich wollte auf der Weide spielen. Aber sie haben dort ein merkwürdiges Gebäude errichtet. Und ich kann dort nicht spielen. Nee, warte. Ein Gebäude. Natürlich. Ja, ich war gestern auf der Weide spielen. Ups, da ist ja jetzt ein Gebäude. Diese Weide ist seit Generationen in unserem Familienbesitz. Ich sollte darauf eine Villa bauen. Das wäre besser, als sie an diese Rowdies zu verschwinden. Ah, du bist also der Vermieter. Der Verpächter. Okay. Ja, einmal aufs Pokémon Center gehen.